Oh, guten Abend und naja, bei uns gerade Mittag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und jetzt willkommen zurück zum Solar DSC. Wir sind jetzt genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nur mit dem kleinen Unterschied. Wir sind einmal kurz Munition shoppen gegangen, damit wir wieder mit Munition stehen. Sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wirklich genau an derselben Stelle. Hoffen, dass es heute nicht so extreme Komplikationen gibt wie beim letzten Mal. Wir mussten ihn beim letzten Mal deswegen ja frühzeitig beenden. Was machst du da oben? Beobachte dich. Ich habe OBS jetzt sicherheitshalber auf dem zweiten Bildschirm noch zusätzlich drauf. Ich habe da drei Sachen, auf die ich gucken kann. Dass wenn ich hier schon wieder Probleme habe, dass ich das wenigstens früher bemerke. Im Übrigen, in der Hinsicht kann YouTube vorsehen. Ich habe die Sequenz nochmal gefunden auf YouTube. Nur leider in Englisch, aber halt aus der Kala-Sicht ohne irgendwelchen Skin drauf. Das heißt, die seht ihr da dann nochmal in richtig. Paar Leute getriggert. Ja, ich sehe es. Du hast Freundschaft mitgebracht. Du schaffst das schon, ne? Tatsächlich habe ich die Tür nicht selber zugemacht. Verschwendet eine wertvolle Muni nicht für diese lahmen Luschen. Oh, ich muss mich heilen, ey. Oh, der eine ist ein Schock hier. Ich habe übrigens keine Ahnung, was der Generator da drin angemacht hat. Ich habe ihn nur mal angeschmissen, ne? Da fliegt die dicke Helga. Man könnte ja mal das Kabel verfolgen. Dort ungefähr geht's drüber. Was habe ich angemacht? Ach, hier habe ich das angemacht. Hier müsste, glaube ich, auch ein Gegner sein. Ne, hier war ein Gegner. Diesen Stromkasten. Den habe ich mal kaputt gemacht. Da ist ein Schreier. Oh, scheiße. Lass den Schreier doch Schreier sein. Die stehen doch mitten im Wasser. Ach, das ist ein Voltex-Schreier. Schockierend laut. Das war mein 50. Dadurch habe ich jetzt Schockwiderstand höher. Ja, wie gesagt, immer noch im Solar DSC. Ich muss natürlich gucken, hier wegen Sequenzen dann immer noch aus dem Bild packen. Da in der Mitte ist doch 100% was. So wie das aussieht. Mich gerne ins Wasser, darf ich das? Natürlich, da hast du das. Ja, jetzt kann ich aber mal ins Wasser. Keine Musikwünsche. Hinweis für alle Festivalmitarbeiter und Performer. Diese Nachricht wurde im Namen von DJ Ray verfasst, der MC4 ausschließlich als der Artist angesprochen werden möchte. Im Vorlauf zu seinem Set auf der Hauptbühne morgen möchte der Artist in aller Deutlichkeit klarstellen, dass er keine Musikwünsche aus dem Publikum entgegennimmt. Der Artist ist ein Klangpionier mit einem vielfältigen, entwicklungsstarken Werkkatalog. Der klingt so eingebildet. Sein Oeuvre wird das Gesicht der Technomusik für immer verändern, damit die Welt die Botschaft von der Artus erhören kann. Ist es wesentlich, dass er nicht auf das Gänselied reduziert wird, Silly Goose, dusselige Gans, steht eine etwas überkandidelte und doch notwendige Phase der evolutionären Odyssee von der Artus dar. Seine Reise, die ihn nun in ungekannte aurale Gefilde führt. Silly Goose war nur ein Zwischenstopp, nicht der Endpunkt dieser Reise. In diesem Sinne sorgen Sie bitte dafür, dass in allen DJ-Kabinen ein Schild angebracht wird, das klargestellt, dass keine Kompositionen von DJ Ray gespielt werden dürfen. Sollte Silly Goose auf dem Festival ertönen, dann nur über seine Leiche. Das PR-Team von DJ Ray. Alter! Alter, so extremst eingebildet. Alter, komm mal zu mir. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier hinten bei dem Kiosk. Da Hier war hinten. ein Schlüssel für Spind B4. Hier oben, hier Lager. Okay. Für die Dann können wir hier Zuschauer. irgendwas, dann können wir da irgendwas öffnen mit. Für die Zuschauer Wahrscheinlich dann. hier vorne direkt. Oder? Nee, Schlüssel Utopia Kühlbox. Ach, da ist eine Sicherung da vorne, ne? Ja, deswegen gehe ich ja gerade hier hin. Hier vorne ist die. Ja. Ich habe sie aufgetreten. Ich
wollte gerade sagen, trau dem Braten nicht. Kommt da ein Monster raus, bitte? Gerade. Ja, wahrscheinlich aus dem Klo. Okay, hier kommt gar nichts. Alter, eine Zombie-Axt. Bestimmt ein Schlösser haben wir. Da war doch ein gefährlicher Feind. Ja. Der nennt sich Shining. Oh, nochmal was zum Lesen. Mulatto-Vorfallmeldung. Oh Alter, Gott, viel zum Lesen. Beschreibung des Vorfalls. Ein Sanitäterteam wurde gerufen, um mehrere leichte Verbrennungen zu behandeln. Resultat des unter starken Sonneneinstrahlung schmelzenden Mikroplastiksands in der Utopia Beach Area. Beteiligte. Vor allem betroffen war ein Mann in den 20ern, der am Strand schlief, als seine Freunde beschlossen, seine Beine unter einem Sandhügel in Form einer Meerjungfrauenschwanzes zu begraben. Unglücklicherweise führte die Mittagssonne dazu, dass der Mikroplastiksand zu schmelzen begann. Als der Patient aufwachte, hat sich der Meerjungfrauenschwanz um seine Beine verhärtet. Ich glaube, der fand das nicht so lustig. Glaube ich auch nicht. Aber das ist so ein typischer Streich, den er dir am Strand gespielt führt. Einzelheiten zu Verletzungen und Symptome. Die Sanitäter gaben uns zu Protokoll, dass sie ihr Werkzeug zum Entfernen eines 100 Kilo Meerjungfrauenschwanzes leider am Vortag aus dem Einsatzfahrzeug geräumt hatten. Eine Behandlung vor Ort war somit nicht möglich. Der Patient wurde ins AC-View-Hospital verbracht, wo das chirurgische Personal das Anhängsel mit einer Knochenfräse entfernte. Aua. Opferkontakt erfolgt. Nach dem Standardprotokoll war es einem Vertreter des Festivals möglich, die Station zu betreten und den Patienten nach dem Eingriff ausfindig zu machen, während die Wirkung der Schmerzmittel noch anhielt. Vergleichsvereinbarung unterschrieben. Der Vertreter konnte eine Unterschrift unter eine Vereinbarung über den Verzicht auf rechtliche Schritte erwirken. Finanzielle Entschädigung. Es war nicht notwendig, eine finanzielle Entschädigung anzubieten. Diese Schritte, keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Was haben die denn für einen Scheiß dann, dass sie da, wenn da irgendwann unter den Sand gerät, dass du dann direkt zum Chirurgen musst? Was ist denn da falsch gelaufen? Tatsächlich mehr falsch als wenig. Oh komm, dann lass mal zum gelben Punkt laufen, ne? Ich pack uns einfach schon mal vorsichtig schon mal aus dem Beat. So, bin wieder da. Dann einmal straight ab zum gelben Punkt. Straight up oder wollen wir noch was einsammeln? Das Einsammeln lohnt sich ja eher erst dann, wenn du mit der Story fertig bist. Bei den DLCs. Weil die Sachen bzw. Schlüsselzombies ja erst dann da sind. Och man. Okay, wir müssen das Gesindel entfernen. Ach, du magst diese Wespenbombe, ne? Das ist der Chef-Türsteher. Eclipse-Türsteher. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und ich kann die nicht angreifen. Also mit meiner Sniper. Dann wären die tot gewesen. Aua. Oh, dieser. Oh, da ist so einer von denen. Oh, das Weiter. Deswegen habe ich einmal gut Schaden bekommen. Die Türsteher sind gleich jedenfalls beide down. Die Türsteher sind down. Diese Peitsche hauen einen echt gut um. Oh, die schreit ja richtig. Oh, die gibt Gas. Alter, wieso ist sie schneller als ich? Die hat nach diesem Schrei irgendwie an Geschwindigkeit zugelegt. Ja, und ich konnte meine Fähigkeit nicht einsetzen. Ja, das hatten wir doch schon beim letzten Mal rausgefunden, dass wenn die irgendwie ihren Rage-Modus hast, dass du dann nicht mehr selber den Rage machen kannst. Ja, das wusste ich nicht mehr. Das sind neue Charaktere.
sind ein VIP. Ach, schon wieder was zum Lesen. Das Hüttenmädchen und der Beat. Ein Sharpie Flyer, die Vorlage wurde hastig hingeschmiert und dann fotokopiert. Folgendes ist zu lesen. An alle Mitarbeiterinnen übrigens, alles Caps geschrieben, und Besucherinnen des Festivals. Eine wissenschaftliche Langzeitstudie hat potenziell gefährliche Resonanzereignisse in diesem Bereich festgestellt. Die Festivalorganisierenden haben den Rat der Expertinnen ignoriert und einfach weitergemacht. Sie versuchen auch jeden zu verleumden und zu diskreditieren, der die versucht, die Wahrheit aufzudecken. Ihr setzt euer Wohlergehen aufs Spiel und füttert ihre Taschen. Verlasst das Gelände sofort und kehrt erst zurück, wenn eine vollständige wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt werden kann. Das war alles in Caps geschrieben, ne? Dafür braucht man irgendeine Clips-Schlüssel. Oh, Werkbank. An der Werkbank. Allzu wenig Munition aus. Ich habe nur Pistolenmunition gerade verbraten. Irgendwer summt. Ich sehe die Sequenz schon kommen. Muss man AK im Nachladen. Ich werde mal so ein bisschen AK-Munition holen. Guck mal, wie der Gang hier schön aus. Oh, hier ist Baseballschläger. Guck mal, ich wusste doch, dass die hier auftauchen. Die Numen. Kadenza. DJ Demon. Kadenza. And I have nothing to fear from you. We're on the same path, trying to understand what we are. I know what I am. Then why are you here? You told me to find you here. Don't think so. Not you. Different versions of you, who were helpful. They gave me a recording of the beat. Did we? Whatever this beat is, it made everyone here turn into a zombie in a second. It's still hurting people. We gotta stop it. Hmm. Give me the recordings. Fine. Here. So how do we stop it? We don't. I only had one part, but with yours I can piece it back together and complete the message. Oh, fuck you! Give them back! No. This beat speaks to me. To us. It's part of what we are becoming. I have to hear it all. It kills people. But not us. Don't you want to know what's inside you? Why you didn't turn like all the rest? This is the answer! You feel it too. It could help me understand what's happening to me. Only one way to find out. Combine the parts, understand the message. I'm gonna go get some help with this remix. I'll be in touch. Das ist so ein Miststück. Was ist? Das ist so ein Miststück, ne? Ja, er tötet Menschen. Sie macht das auch noch mit Absicht. Ja. Hier müssen wir das Handwerk legen. Warne Grace, wir müssen zu Grace zurück. Och, jetzt so wieder da hinten hin. Oh. Jo. Das ist in Gefahr, das müssen wir jetzt sagen. Oh, das ist ja lang. Ja, bei ihr besteht ja auch die Gefahr, dass die sich verwandeln kann. Dann müssen wir sie töten. Wahrscheinlich. Das wäre so, wie sie nachher kämpfen. Das wäre typisch für das Spiel. Aber ich denke mal nicht, dass wir sie töten müssen. Hier ist ein Peitscher. Das ist ja das Klagelied. Piss dich doch, du Scheißding. Und guck mal, da ist der Oberkörper weg. Ich hatte nicht mehr die Ausdauer zum Wegkicken. Ich bin gerade zurückgegangen, weil ich wusste, dass ich Schaden nehme.
Ich wollte es wegheaten, aber ich hatte keine Ausdauer mehr. Oh, wer ist das denn? Oh, ein Feuerwehrmann. Meine Mutter hat mich immer vor Feuerwehrmännern gewarnt. Mit ihren Schläuchen, ne? Sind die so gefährlich? Ja, genau. Was? Wie sind die reingekommen? Ex. Headshot. Ach, die Frau lebt noch. Ach, hinten ist offen. Ich hab denen das Tor offen gemacht. Entschuldigung. Nein, draußen bleiben. Nur mit Einladung kommt man rein. Yes. Ein Dropkick ist immer gut. Ein Dropkick am frühen Morgen. So, der braucht doch seine Gliedmaßen nicht. Oh. Würfelt. Schau, ob Grace okay ist. Die ist tot. Don't stop believing. Oh, da ist sie ja. Jetzt so überlebt. Sag doch, don't stop believing. Ich geh mal aus deinem Bild raus. Grace, are you okay? Many voices. I can't think. I am not crazy. I am not crazy. I am not crazy. I gotta get you out of here. No. It has to stay here. It's in me. Tell me what to do. The beat. It's too loud. I can't stand it. I'll get it to shut the fuck up. Just hold on. Hurry. Please. Oh, eine neue Karte. Ich glaube, der geht's nicht gut. Ja, leider. So, was haben wir denn da Schönes bekommen? Ja, explosiver Ausbruch. Geht in den Rasereimodus, um eine kraftvolle Explosion auszulösen, die herkömmliche Zombies fliegen lässt. Auf Kosten eines Teils der Raserei. Da ist es. Hört sich nicht so geil an. Ah, jetzt müssen wir diese alte retten. Ich habe mir diesen explosiven Ausbruch mal reingepackt. Finde raus, wo der Beat kommt. Erstmal wieder Munition auffüllen, wenn man schon hier ist. Ja. Ich verstehe nicht, warum ich den Ripper nochmal kaufen kann, ne? Pack ihn einfach in den Safe und fertig. Ob wir im Fernsehen was Gutes sehen? Nur Schrott, nur RTL. Nee, nur Kika, ist noch schlimmer. Oh, wir haben zwei Quests sogar. Das einzige von Kika, was ich übrigens mochte, war Bernd das Brot. Und das auch nur diese Abendsendung als Kind. Wenn du, ja, wenn es halt zu spät war und dann du Bernd das Brot Dauersendung hattest. Ich fand das trotzdem irgendwo lustig. Von 20 bis 6 Uhr morgens. Ja, damit die Kinder halt auch mal irgendwann ins Bett gehen. Aber ganz ehrlich, die Kinder von heutzutage gucken sowieso Zeug, das sie eigentlich gar nicht gucken sollten. So. Hier ist eine Sicherung in der Nähe. Ist die in dem anderen Gebiet? Nee, die grenzt da an. Ach, da hast du markiert. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich wieder drei Sicherungen kaufen musste. Ich hatte die vorhin sogar schon gekauft. Ich bin buggy, ist das schon? Hier. Jetzt bin ich dran mit ausgeben.
Wir lassen einfach den Schmarrn, der da schon ist, den ganzen Kram für uns erledigen. Oh. Komm ja wieder. Ja, die Dinger, die gehen nicht aus. Für jeden von uns haben wir einen Wasserkanister. Müssen ja nur das Feuer ausmachen. Wenn es nicht mehr brennt, dann ist das Öl doch egal. Da kam noch ein weiterer von hinten. Aus dem Mülleimer. Ich weiß. Ich habe ihn laufen lassen. Oh, ein Brecheisen. Ey, lass diese Scheiße aus! Hä? Was denn? Na, lass diese Scheißdinger aus! Ich hab die nicht angemacht. Natürlich hast du die angemacht. Zu lügen, ey. Ich mach die alle aus und dann macht er den Typ wieder an, ne? Und will mich in die Luft sprengen. Wir haben zwei Punkte, wo wir hin müssen. Ja, deswegen sagte ich ja, wir haben zwei Quests. Gehen aber erstmal nach... Ich würde sagen, in die Zone zuerst. Wollte ich gerade auch sagen, in die Zone. Ist ein bisschen näher sogar. Und da ist sogar noch eine Werkbank. Gut, das andere hat's auch. Aber eigentlich waren wir beim Strand zuerst, ne? Kann sein. Am Strand waren wir zuerst. Eigentlich müssen wir den Strand beenden, ja. Du meinst den Pool? Ja, du weißt ja, was ich meine. Den Pool. Das ist auch nicht so, aber warum können wir da nicht hin? Ich will mit dem Riesenrad fahren. Nee, da sind wieder so viele schlechter Zombies bestimmt. Hat dich das traumatisiert? Ja, das war das, was der Freizeit. Der Pier war einfach ein Scheißort. Zumindest das ist ein Peitscher! Zumindest dieser Freizeitpark. Ich hasse ihn. Ja, der Peitscher ist nicht so. Hast du was gesagt? Alter, der heult ja richtig. Boah, ich hab hier. Warum schlagen, wenn man ihn wegtreten kann, ne? Ja. Verschwend doch deine Munition nicht für einen Schlürfer. Die sind das doch nicht wert. Doch, einmal ins Gesicht schießen fühlt sich immer gut an. Okay, wir müssen jedem Beat jetzt verstummen lassen. Da ist ein Generierer. Oh, ich habe gerade die Explosion gesehen von diesem Ausbruch. Die ist ja richtig nice. Ja, fordert ein bisschen Raserei, ne? Nö, der Ausbruch hat minimal gekostet. Also, ich habe meinen Balken immer noch fast voll. Wirklich? Ja, das kostet so gut wie gar nichts. Okay, das aktiviere ich auch gleich mal. Das hat echt gar nichts verbraucht. Nicht mehr als einen Hieb hat es verbraucht, also. Dann deck mich mal. Bin schon dran. Hier werde ich jetzt. Also der hat wirklich gar nichts gekostet. Bleib mal liegen, Mädel. Okay. Jetzt scheiß auf den Zähigkeitsboost. Oh ne. Ist in der Richtung irgendwas? Nö. Ist hier ein Schläfer? Ja. Tatsächlich. Ich habe ihn erstmal den. Hörst du den krassen Beat? Ich würde die Musik eigentlich gerne anlassen, ne? Alles klar, Schluss mit dem Lärm. Die müssen daneben sterben, vergiss das nicht, ne? Müssen daneben sterben, what? Ja, wegen diesen Kugeln.
Ich gehe mal in den Nahkampf. Kann ich das besser kontrollieren, dass ich sie auch daneben umbringe? Hast du den Beat bei Trader Waste? Hier rechts, das Ding muss noch. Uha. Bisskugel! Was ist das bitte für ein... Ist das die Kugel von der... Aus dem ersten DC, ja. Die füllt, also, die füllt auch deinen Rage komplett auf, wenn du sie in der Hand hältst. Ah. Es macht so Spaß, die zu werfen. Werf die mal gegen dich. Oh. Ich hab vielleicht einen Gegner getroffen. Ja, was schon mitnehmen. Der Beat kommt immer noch aus Utopia. Wie gesagt, das mit Untersuchen, das schieben wir mal auf später, hier alles abzusuchen. Aufschlüsse und so weiter. Also nicht falsch verstehen, ich will noch alles untersuchen, aber es macht halt später erst Sinn. Aua. Futak-Schüsse erforderlich. Ah, da. Oh, die Kreissäge einfach durchs Gesicht ziehen. Lecker. Ja, muss sich gut anfühlen. Ja, hat man schönes Gehacktes. Ach, das. Ach so, wir sind sogar fertig da. Ja, aber nur eben kurz den Beat kaputt machen. Lol. Läufer. Was ist der Läufer denn hier? Burger 66 Fahrer. Der hier hat einen Schlüssel auf jeden Fall. So, Burger 66. Nee, Foodtruck-Schlüssel. Ich weiß, wo der Schlüssel hin muss. Wir sind gerade eben an dem vorbeigelaufen. Den können wir unten jetzt eben kurz abgeben. Wenn wir ihn schon haben. Auch wenn da noch eine Pistole oder irgendwie sowas drin sein wird. Da können auch Baupläne drin sein. Und so weiter. So. Warum wieder einer von euch? Ja, das frisst mein Hammer. Friss Hammer. Muss mein Inventar leeren. Ich hab zu viel Scheiß dabei. Hast du noch irgendwas erlegt hinter mir? Ja, Müllton. Liebe es, Müllton zu zerstören. Ich muss schon sagen, der Burger-Typ, der hat einen schönen Hut. Oh, schon wieder? Oh, nerv nicht, ey. Zieh auf die Arme, die kann man brechen. Dann ist die ungefährlicher. Ich tritt dir einfach ins Gesicht. Ich krieg's nicht geschissen, so. Hier war eine Nachricht, genau, hier auf dem Tisch. Vergiss deinen Hut nicht. Brauch mal Schutz, bitte. Hallo Cassidy-Clan. Wer meinen gestrigen Auftritt auf dem Sola verpasst hat, keine Panik. Die Festivalorganisatoren haben mich gebeten, sowohl heute als auch morgen auf der Indie-Stage zu spielen. Und wer morgen auf dem Festival ist, kann auch einfach vorbeischauen. Hilfe, da sind Bienen an mir. Und mir persönlich Hallo sagen. Es gibt diese süße kleine gelbe Bar in der Mitte des Geländes, in der ich mich verliebt habe. Werft euch in Schal und kommt morgen Abend vorbei. Ich werde ein kleines Akustikkonzert spielen und danach Autogramme geben. Und wenn ihr mich privat auf dem Festival seht, nur keine Scheu. Ich freue mich immer, wenn ich andere treffe, die eine Vision von einer grüneren Zukunft haben. Liebe Grüße, Cassidy Martins.
Och, die ist doch sympathisch. Wie viele Bomben willst du mir eigentlich noch an den Kopf werfen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Dacht ihr die ganzen Blumen? Na, was für ein Drink möchtest du heute haben? Boah. Wenn ich hier schon hinter dem Tresen stehe. Orangensaft. Da ist dein Orangensaft. Er ist nur leider ein bisschen laut, der Orangensaft. Warte. Mein Herr, hier Ihr Orangensaft. Genau, ich habe den Orangensaft aufgegessen. Ich zieh da mal von dann, ne? Oder aufgetrunken. Ich habe aufgegessen, glaube ich, gerade gesagt. Ja. Du musst bestimmt doch der eine Schlüssel hin, dieser Spinnschlüssel. Der muss doch hier bestimmt hin. Nee, dafür braucht man Spind G27. Alter, warum? Oh, hier ist ein Spind. Ja, aber der falsche. Nein, das ist auch. Den Schlüssel habe ich ja gefunden. Den Spind 4 oder was das war. Ja, aber das ist Spind 27. Das war Spind 27? Ja. Hä? Ich habe doch gerade 4 gelesen, ob ich jetzt blind. Alter, ist überall Bargeld drin, ne? Oh, Konfetti! Konfetti finde ich schön! So, hier fehlt nicht mehr viel an dem. Ich habe ein Spielzeug. Oh, der Grenadier, der. Bei dem sollte man immer auf die Bauchtasche schießen. Kannst du auch einfach in die Gegner reintreten. Oh Gott, Grenadier! Was? Von wem sprichst du? Ich sehe da keinen. Es macht so Laune, das Ding zu werfen. Ich kick die ja persönlich lieber weg, die Grenadiere. Kannst du schön in die Gegner reinhieten. Ich habe jetzt mal die Hälfte seines Körpers durchschnitten, ey. Ich mag diese Kugeln. Ja, die Kugeln sind schon stark. Das wollte ich auch gerade machen, ne? So nach dem Motto Fresse halten. Und wieder? Von hinten kam irgendwie ein Grenadierer. Der ist von alleine in die Luft geflogen. Fragt mich nie wieso. Er wird ins Bein geschossen. Das hat ihn außer Gefecht gesetzt. Ja, aber davon platzen die nicht. Nee, mein Schuss war so stark. Der konnte das nicht ab. Aus der Bar. Ich bin der Barkeeper. In meinem Container habe ich ein Medikit. Willst du auch eins haben? Der hatte Schrotpatronen für mich dabei. Oh, der explodiert. Ach. Da war ein Feuerteufel. Ja, ich glaube, ich muss jetzt wieder ins Stream fließen, weil ich krieg so ein bisschen die Frame-Einbrüche gerade. So.
Bin dadurch gerade auch paranoid geworden, was du gesagt hast, ne? Und erstmal direkt hier nachgucken, ob Stream wieder Probleme hat. Ach, genau zu der war, wo wir gerade herkommen, oder wie? Was? Kommen wir überhaupt. Wir müssen, glaube ich, von dem Ort, wo wir gerade herkamen, dorthin. Sieht nicht aus, dass man von außen dahin kommt, wo wir hin sollen. Nee, So. wir können dort in dem Bereich bleiben. Von hier aus kommst du nicht dahin. Also wieder durch. Gegen den Malmö habe ich auch eh keinen Bock mehr zu kämpfen. Ein Moment. Oh, ich habe eine Notiz. Hattest du Zeit zum Feiern schon gelesen? Weiß ich nicht. Ja, komm mal gleich zu mir. Hallo Safti. Sammlerstücke. Aufzeichnungen. Mein Gott. Da bei mir nichts Neues aufgeploppt ist, du hast es noch nicht aufgesammelt, ne? Vielleicht schon. Jetzt habe ich es eingesammelt. Warte, ich setze mich in meine Ecke. Zeit zum Feiern. Kai, Alter, ich hab's hingekriegt. Was hast du hingekriegt? Sie lieben ihn. Ich hab doch gesagt, er ist perfekt. Redest du schon wieder von über diesen blöden Hammer? Dieses Was? Ding wird die Welt verändern. Alter, du musst da wieder runterkommen. Niemand braucht einen Zielfernrohr, um einen Nagel aus 15 Zentimeter Entfernung zu treffen. Ich muss darüber gerade lachen. Aber weiter. Die Green Berets, der Markt ist riesig. Du spinnst echt. Wie auch immer, wir brauchen dich, um beim Aufbau dieser Juten zu helfen. Bring den Kampf immer doch gleich zum Einsatz. Vergiss es, ich habe gerade eine Antwort von den Produzenten von Die Schlangengrube erhalten. Sie wollen mich in der nächsten Folge haben. Wenn diese Bots mein Baby sehen, dann werden sie sich drum streiten, wer investieren darf. Alter, du wirst dich im landesweiten Fernsehen zum Affen machen. Wir müssen beide 15 Minuten bei der Arbeit sein. Ich kann nicht immer für dich einspringen. Ich kündige. Mache mich auf den Weg zur Poolparty in Utopia. Ankunftszeit in 5 Minuten. Trink bloß keinen Wodka. Denk dran, was auf der Weihnachtsfeier passiert ist. Behalte deine Klamotten an. Ich kann nichts versprechen. Nicht zu glauben. So ein bisschen uneinig. Ich denke mal, um den Hammer geht es in dem Spind. Und das war eine eindeutige Umgebung, wo man den Schlüssel finden kann. Ich guck gerade, funktioniert jetzt wieder alles? Jetzt scheint nichts mehr Probleme zu haben, zumindest. Safti, behalt mal im Auge. Falls es hier wieder Faxen macht. Kam eine Stunde den PC an und der macht schon wieder Faxen. Nein. So, hier müssen wir durch, oder? Ja, warte, noch nicht. Aber mir wird es eh 30 Minuten dauern. Jetzt. Eben kurz aus dem Bild gepackt, wegen Sequenz. Das war eine lange Sequenz. War echt lange. Alter, ich lass mich jetzt aus dem. Lass uns kurz aus dem Bild. Der Bereich hier ist noch nicht sonderlich groß von der Karte her. Alter. Man kannst du dich nicht beherrschen, Junge. Müssen wir den jetzt besiegen? Nein, der will doch gar nichts von uns. Wir sind nicht wichtig genug. Ja, wir müssen ihn besiegen. Nein, der ist unsterblich, den können wir nicht besiegen. Ja, ich weiß das, aber der greift uns trotzdem an. Ja, weglaufen. Alter, der Schlörfer hat aber gerade viele Leben gehabt. Hilfe, ich werde hier bedrängt. Macht das nicht. Wir müssen hier vielleicht Oh, der ist abhauen. gegen Bluten immun.
Wie war das, wenn man in der Nähe steht, ne? Ja. Dann zeigen die sich erst. Hätte das verstimmt, Lars. Ich mach mit. Oh, hier ist eine Notiz. Ja, gerade keine Zeit dafür. Ich habe zwei von den Heinis an meinem Arsch. Hier bei mir. Ja, wie gesagt, keine Zeit dafür. Ich habe zwei von diesen Verstümmelungs-Heinis an meinem Arsch kleben. Von diesen Gerinnern. Dann hältst du mir die zumindest vom Leib. Danke, du mich auch. Oh, ich kann ihn nicht. Man kann den die Arme abschießen. Oh, wir können es annehmen. Geil. Schlüf, ich schlüf. Geht da hinten schlüfen. Warte, ich sammle die Notiz schnell ein und dann. Es macht so Laune, dieses Ding zu werfen. Es macht so Laune. Mach sie fertig, Dark. Da liegt ein Bauplan. Was? Entschärfervorteil. Oh oh. Entschärfer. Zombies werden durch Verstümmeln geschwächt. Dies löst eine Explosion aus, die Zombie in der Nähe ebenfalls schwächt. Durch Angreifen geschwächter Zombies wird Raserei aufgebaut. Was darf ich unter Schwächen verstehen? Wieder zu Grace zurückkehren. So, wo ist die Notiz, von der du erzählt hast? Ach, ich sehe sie schon. Gefühle regulieren. Oh, du musst zu mir noch kommen. Hier ist auch noch was. Ja, ich darf jetzt erstmal wieder einen Roman lesen. An alle Mitarbeitenden. Uns wurden von verschiedenen Seiten zu Bedenken gemeldet hinsichtlich der CK Sonic Mod Speakers, die im Bereich der Cinnamoy-Bar aufgestellt wurden. Insbesondere was die orangefarbenen Energieentladungen betrifft, die mehrfach bezeugt wurden. Wir haben den Hersteller in dieser Sache kontaktiert und uns wurde versichert, dass dies Teil der Funktionalität des Lautsprechers und vollkommen unbedenklich ist. Ja, am Arsch, wenn man die Dinger wirft. Um ein entspanntes, komfortables und sicheres Umfeld für unsere Kunden zu gewährleisten, erklärte der Hersteller, dass sich Mitarbeiter in der Nähe eines Lautsprechers, wenn er gekoppelt ist, ruhig verhalten sollten, um eine panische Feedback-Kaskade zu vermeiden, die den Lautsprecher überlasten könnte. Jegliche Beschädigung von CK Sonic Mod Speakers als Folge der Unfähigkeit eines Mitarbeiters, seine Emotionen zu steuern, wird als fahrlässige Zerstörung von Eigentum betrachtet. Etwaige Reparaturkosten werden von ihrem Gehalt abgezogen. Wir hoffen, dass diese Informationen zu Ihrer Beruhigung beitragen. Wir versichern Ihnen, dass CK Sonic Mod Speakers trotz hartnäckiger gegenteiliger Gerüchte vollkommen sicher sind. Mit besten Grüßen, das Management-Team. Ja, am Arsch sind die sicher. Auf, jetzt nehmen wir auf den Stand da direkt. Ist so eine. Ich will einen Kaffee. Hier, zu mir. Hast du eingesammelt? Komm her. Hier direkt dahinter. Wie hieß der? Ich glaube, was mit Cocktail. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Cocktailzeit. Wie wurde es nicht richtig angezeigt? Zutaten für eine Smooth Svetlana: ein Teil Kirschlikör, ein Teil russischer Wodka, zwei Teile Champagner. Bio-Limonade auffüllen, mit Eiswürfeln in Diamantform servieren. Das war einfach nur eine Cocktailanleitung. Endlich muss ich mal keinen Roman lesen. Glücklicher Shining. Ja, natürlich. Mal gucken, wollen wir uns hier nochmal ein bisschen. Ach komm, scheiß drauf. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Also, wir können gucken. Das ist ein Bereich, wo ich sage, wir können ruhig gucken. Das ist eh ein Winzbereich. Hier können wir ruhig nochmal eben kurz umschauen. Dann müssen wir hier nicht nochmal hin. Ich folge dir einfach. Wenn wir aufgeteilt suchen, geht's auch schneller, hier irgendwas zu finden. Oh, ja doch, hier bei mir. Ich guck gerade hier auf dem Klos. Vielleicht sehe ich dir auch noch was. Also hier ist zumindest irgendein Pestbereich.
Hast du zufällig irgendwo im Wasserkanister bei dir rumstehen? Was hast du gefunden? Ja, Notiz neben den Zombie. Oh, wieder was zum Lesen für mich. Auch eine tolle Story. Der Film war so schön. Vermisst mein Teddy. Beschreibung, ich brauche meinen Teddy. Ich halte es nicht ohne ihn aus. Und ich bin sehr müde und die Geräusche sind so laut. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er beim Teddybär im Picknickplatz bei dem großen Eingang. Sein Name ist Teddy und er ist was ganz Besonderes. Er kann auch ungezogen sein. Aber wenn ich ihm sage, dass Anna bei ihm sucht, kommt er bestimmt mit. Ach, wie süß. Grace braucht unsere Hilfe, Doc. Der Beat pumpt. Er pumpt. Na gut. Real this time. She's gonna listen to the beat and hear its message. Its message? Its message is die, everyone, die! What the fuck are you doing? We're not like you. I can't explain. It's part of us. We have to hear it. I have heard it. Get up. Come on, Grace. Fuck off. If it's part of you, then get the fuck away from me. I knew there was something wrong with you. Mierda. I'm going, but I'm not giving up on you. Sie hat nicht komplett Unrecht, dass wir anders sind. I think I've helped you enough. We've recombined the beat. I just need you to go to the OSK store on Ocean Avenue and talk to Constantine. Ach, wir müssen schnell reisen. Hier liegt was. You're too busy. I hit an obstacle, so I'm adapting. Do this and we can finally get our answers. Fine. But you better be right. Patronengurt. Töte einen Zombie mit einem kritischen Treffer, um eine Chance zu haben, etwas Munition nachzuladen. Das klingt mega praktisch, kommt sofort auf meine Knarren. Kann ruhig von dem Zombie. Verstehe ich darunter, dass der einfach nur automatisch dann nachlädt oder dass ich Munition zurückbekomme hiermit? Wenn ihr tötet einen Zombie mit einem kritischen Treffer, um eine Chance zu halten, einfach Munition nachzuladen. Für mich klingt das eher so, als ob der dann einfach automatisch nachlädt. Ja, aber ich wäre ein bisschen behindert. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, du kriegst einfach Munition. Kann das sein? Das wäre auf jeden Fall schön, das erhoffe ich mir ja gerade. Also, oder wahrscheinlich, wenn du deine ganzen Schrotpatronen ab, quasi weggeschossen hast, dass er dann instant von selber nachlädt. Kann auch sein. Ich pack diesen Patronengott jedenfalls gerade auf meine Waffen, abgesehen von der Armbrust, da ist das komplett unnötig. Ja, du kriegst so eine Patrone zurück, ohne Munition zu verbraten. Ab und zu. Also manchmal ist dein Schuss kostenlos, wenn du Crits austeilst durch diesen Patronengurt. Ich will gerade fragen, wodurch du so viel Schaden gefressen hast, aber ich hab's ja gerade gesehen. Weil ich vom Hotel runterlaufe. Davon kriegt man einfach 1000 Millionen Schaden. Das ist aber nur scheiße. Also der Patronengurt auf dem Scharfschützengewehr sehe ich den, auf den anderen Waffen nicht so. Okay. Wie gesagt, wenn du teilst einen Crit aus und kriegst die Patrone zurück, die den Crit gemacht hat. Und das auch nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. Das lohnt sich meiner Meinung nach nur auf dem Scharfschützengewehr und vielleicht auf dem auf der Armbrust tatsächlich. Na gut. Weil du da ja wirklich auf den Crit gehst. Bei dem anderen, da schießt ja einfach nur rein. Ich mach's wie gesagt noch nicht um. Headshot. Ulle. Oh, ganz schön heiß hier. Gegner. Zum Glück liegen hier ein paar leckere Energy Drinks.
Wieso musstest du ihn auch anschießen? Ich habe auf den Kopf gezielt. Du hast ihn so getreten, dass er sich weggedreht hat. Ach so, jetzt krieg ich die Schuld. Ach, es ist immer noch irgendwo ein Zombie in der Nähe. Ja, ja, ich töte ihn gerade. Einmal kurz aufs Bild packen. Zombies aus der Nähe, ausschalten. Hey Constant. Something something Queen of Sambucas. Hello. Friends don't need a code phrase. Oh, hi friend. Cadenza said you had something for her? Cadenza's been bad and isn't allowed on the sofa. Ah. Do I have access? You are allowed on the sofa. Right. I'm a good girl. So what you got? A song or chant, four sounds, a repeating sequence. Great. Let's send that to Cadenza, huh? Sent. Okay. Spill. What did Cadenza do wrong? I urged caution, but you were rash. Now who's clinging to the edge of the pool? What's the point in trying to communicate if we won't listen to the reply? You think we're communicating? Kay's analysis suggests differently. Four sounds. Four nucleobases. G, T, C, A. I believe this is a code to switch the autophage on. The orgon spheres in the prototype speakers could only project so far. The huge speaker in the club has the power to be heard across the world. It's too dangerous, Cadenza. You can't have that sound file. Nobody can. Wow, it's the key to what we are! Cadenza! Oh, fuck. Constantine, can you unsend that file? No. The transfer to Cadenza is complete. Shit! Where is she? Cadenza is located at Sola, where you should be. God damn! Als ob die das vorhat, ne? Ich wurde, wie gesagt, gerade kurzzeitig gestört. Ich habe deswegen nur die Hälfte mitbekommen. Dieser Beat hat ja die Eigenschaft, dass er jeden, der es hört, in Zombies verwandelt. Und der Lautsprecher auf dem Zola-Konzert, der kann offenbar weltweit gehört werden. Und sie will es über den abspielen. Die will so gesehen, dass die will das richtige Ende der Welt auslösen, diese Cadenza. Alter, der hat doch einen Knall. Und unser Charakter hat sogar direkt gerufen, kannst das Versenden wieder rückgängig machen. Die will alle in Zombies verwandeln, die keine Numen sind. So gesehen. Die blöde Kuh. Ja, jetzt heißt es Gas geben, ne? Ja, jetzt heißt es halte Kadenz auf. Das ist wahrscheinlich auch das Ende direkt vom DLC, könnte ich mir vorstellen. Dark, was war in den Pilzen drin, die du mir gegeben hast? Sie ist sauer. Ich glaube, Grace ist nicht mehr zu retten. Das ist nicht gut. Geilste Aufgabe. Guck dir mal den Himmel an in der Richtung, wo ich hingucke. Da mal, oh, da oben. Ist aus dem, als würde gerade was aus der Luft kommen. Das nenne ich Weltuntergang. Rette Grace. Wir sollen bestimmt in ihr Haus uns schummeln. Wir können uns doch einfach hin teleportieren. Schnellreiseding ist doch hier vorne irgendwo. Ah nee, nur der Zonenausgang. Nee, wir müssen den Weg laufen.
ist das denn? Warte mal. 400 Meter müssen wir laufen. Wir haben nicht rein zufällig einen Schlüssel für hier das Ding schon befunden. Nein. Ach, du meinst, da ist so eine... Ja, für das Auto. Wollte ich mal gucken, ob wir den Schlüssel eventuell rein zufällig nebenbei gefunden haben. Alter, es sieht halt wirklich so aus, als ob die Welt gerade zusammenbricht, ne? Weg. Oh, der Medikit gedroppt. Komm, wir rennen einfach durch, das ist nur nicht Gegner. Alter, guck dir das mal an! Ah, hier ist es ja, hier ist das Haus. Guck mal nach rechts! Ich weiß, aber ich möchte hier rein. Ich glaube, Grace ist schon über alle Berge. Ja, Grace in Not. Ja, hier unten ist sie nicht mehr. Bisschen Muni habe ich noch gekriegt. Wenigstens etwas. Holy moly. Ach, man kann ja noch mal vorbeischauen. Müssen diese Verrückte auf jeden Fall aufhalten. Ich hab gehört, wir schießen ja jetzt eine Kugel durch den Kopf dieser Kadenzer. Ich bin ganz bei dir. Zieh dir mal was an! Der hatte sogar einen Namen. Der hatte den Schlüpfer. Oh lol! Der hatte den Schlüssel für den Spind G27. Oh lol! Ich lieg am Boden, du musst mir helfen. Ja, was glaubst du, wo ich liege? Alter! Hier ist. Ich glaube, wir sollten rennen! Ich glaube nicht, dass wir hier ungestraft durchkommen. Nein, definitiv nicht. Da lag noch so viel geiles Zeug, aber scheiß drauf. Ach, jetzt hör ihn nicht auf. Och nein. Ja, schäme nicht. Wir wollen hier durch. Danke, du sparst mir aus der Seele. Hier liegt danach. Ist das eine Karte? Haupttiersprung, das klingt nach einer Karte eher. Ja, Fähigkeit. Haupttiersprung. Ich gucke sie mir ganz schnell an. Ah, man springt nach vorne damit und macht einen Schlitzangriff. Will ich mal ausprobieren. Ich eck dich gerade. Ja, ich muss sowieso erstmal meine Leiste voll kriegen, damit ich sie nutzen kann. Weg damit. Steht der Rocket die Bühne? Broke und Raver. Ein Arm weg. Ich war zu unfähig, den anderen Arm zu treffen. Oh, lecker ein Energy Drink. So, jetzt habe ich die Leiste voll. Ist ganz lustig. Aber ich finde meinen Feuerkotzstumm schöner. Grace, geht's dir gut? Dag? Ja. Alles ist gut. Du hast doch gesagt, Bruce, geht's dir gut? Grace, geht's dir gut, habe ich gefragt. Ja, meine ich ja, Brace.
Und dann fängt dein Charakter auf einmal an, so richtig verrückt zu lachen. Ja, fand das lecker. Kannst du den kurz in Ruhe lassen? So. Oh, noch ein Energy Drink. Oh nee! Lepra-Zombie! Lepra-Zombie! Boah, scheiß, die wandern. Ach, warum? Ich brauche erstmal einen Drink. Der mag dich! Auch. Der mag dich stark, der Lepra-Zombie. Wie hat er mich getroffen, der Hacker? Oh Scheiße, der will mich! Okay, er ist down. Der Mies ist down. Der hat so viel Leben, ey. Grace verwandelt sich, macht schnell. Ja, was soll er denn machen? Wir haben keinen Impfstoff. Ja, die ist zwar ein Zombie, aber wir helfen jetzt. Okay. Crazy Grace, and you're not alone. I've been through this too. The voices aren't demons. They're others just like you. You're gonna be okay if you just let them in. I hear them. Oh, they hear me. Do you understand? Welcome to the club. You hear them too. Later. The beat. We have to stop it. I'll stop it. You recover. I'll find you when it's over. Da hat ja noch mal Glück gehabt, die Grace. Hätte sie gerne als Zombie besiegt, als Mutant. Ey, sie hat Glück, dass sie ein Numen ist. Die wäre sonst jetzt auch ein Zombie. Warum müssen wir schon wieder nach da ganz hinten am Arsch der Welt von Bielefeld? Wie am ganz am Ende. Ja, guck mal. Da wo wir Kadenza gerade eben. Übersetzung bitte. Ach, da jetzt mal angezeigt. Ja, wir müssen dahin, wo wir Cadenza gerade eben schon getroffen haben. Ich lasse... Oh, ja, schon wieder sprinten. Ach komm, da ist schon wieder eine Party. Ich habe die Kühlerbombe geworfen. Renn einfach durch. Was will der Wichser von uns? Wir müssen das Ende der Welt verhindern, Dark. Wieso hast du denn gerade Schaden bekommen? Der in der Pool steht unter Strom. Vielleicht habe ich doch einmal mit meiner Mini-Uzi reingeschossen. They're heading toward
Ach komm, wir müssen die erstmal ausschalten. Nein. Ich hack denen die ganzen Füße ab, ey. Jetzt können wir rein, oder? Ja, mussten erst die Zombies in der Nähe ausschalten. Hier ist ja nochmal eine Werkbank, ne? Ja. Einmal kurz Muni an der auffüllen. Wirklich? Hast du so viel Muni verloren? Ich hab gerade eben zumindest wegen dem Mutanten Ultra 4 Uzi genutzt. Ich habe mit der Maschinenpistole in den reingehalten. Ich habe ein bisschen Gewehrmunition verloren, aber das war's auch wieder. Oh, komm! Ah. Oh, schade, das wäre so geil, wenn wir hier rein könnten. Muss einmal kurz durchladen. Okay, ich bin voll. Bist du bereit für die Party deines Lebens? Bisschen. Ah, ich lasse dich lieber vor. Alter, sieht das hier krass aus. Überall Zombies oder? Da sind ein paar Medkits auf jeden Fall. Die brauche ich. Oh, hier sind aber sehr viele. Ach, da oben ist die alte. Mhm. With you. Remember who you are. We dance to our own song. The beat is everywhere! We gotta destroy the speaker! Pop! I can disrupt the beat, but not for long! You need to kill that! Hier geht's doch mal richtig zur Sache. Können wir nicht eine Minute den Beat einfach genießen? Der ist endgeil. Ja, wir müssen die Dinger hier vorne erstmal kaputt machen. Diesen komischen Glitchy Dude können wir immer noch keinen Schaden zufügen.
Machst du bei dem einen, ich mach bei dem anderen? Ja. Vergiss nicht, die müssen an dem Ding dran sterben, ne? Ja, wenn sie quasi diese Spur haben, ne? Ja, erst dann überlebt man dieses Ding. Oh oh. Ja, meins ist tot. Nein, bist du nicht. Meins auch. Den Fettsack endlich. Oh, meine AK ist absolut nutzlos gegen den Typen. Ja, alle Waffen sind nutzlos gegen den. Nee, meine MacTen nicht. Der kann keinen Schaden nehmen, der Dude. Auch gegen Elektrowaffen. Nein, nein, du schockst ihn nur, der stirbt nicht. Du musst die Kugeln in das Ding da oben reinwerfen. Warte. Warte mal, dann lasse ich mal sicherheitshalber uns aus dem Bild eben kurz. Kommt das safe nochmal irgendwas jetzt gleich? Oh, scheiß Fliege, hau ab! Mein Gott. Ja, I know it. Oh, ich hab sie bekommen! Mit einer Hand habe ich sie bekommen. Skill. Ich genieße den Beat gerade, ne? Boah, Junge, der hat meine mitgegeben, der Typ. Hat man dem Date nicht Schaden? Ja, der nimmt Schaden. Endlich! Ach, der nimmt erst Schaden, wenn man das Ding da oben beschädigt hat. Wo ist jetzt meine gesamte Uzi? Hilfe, ich bin fast tot. Kann der sonst deine Fähigkeit nutzen? Wo ist der? Hinter dir. Okay, das war's mit der Uzi. Das ist ein doofes der ist gegen Blutungsschaden immun. Ja. Du darfst mich hochhalten. Der hat mich angekotzt. Alter, der Beat, der ist richtig geil. Können wir uns den eine Stunde geben? Ja, aber wenn die ganzen Monster weg sind. Sonst nicht. Wo ist der Penner? Hä? Siege den Beat. Ja, nur, man muss eine Kugel auf das Ding da oben drauf werfen, sonst kannst du denen keinen Schaden machen. Ja, die Kugeln sind aber weg. Nee, hier, die sind jetzt hier hinten offenbar. Ja, wir müssen neue holen. Oh, hinter uns, hinter dir, hinter dir. Ich hab den Sprint gemacht und bin dem Ding einfach davon gesprintet. Also, das hier schreit aus jeder Ecke Bosskampf, ne? Definitiv, das ist ein Bosskampf. Oh, einer Scheiße, noch. Hinter mir ist ein Malmar. Und Färbe. In deine scheiß Visage. Okay, ich hab die Kugel. Ich geh das Ding überladen. Ich hab bald keine Muni mehr. Also zumindest da kann ich. So, er ist angreifbar. Alter, was oder auch nicht. Was war das denn? Okay, er ist doch noch nicht angreifbar. Eventuell haben die Blutfontänen mir gerade übelst Schaden gemacht.
Ah, da hinten fehlt auch noch was. Okay, mach die andere. Ja, wir müssen dieses Ding halt überladen. Oh, das könnte bitter werden. Warte mal, ich mach das so, ich stelle mich mal eben kurz in eine Ecke und ich packe uns so lange wie ins Bild, bis der fast tot ist. Ja, der steht gerade an mir dran, der Penner wäre nicht hier. Wenn er kurz vorm Sterben ist, lass ihn kurz noch in Ruhe, dann kann ich uns wenigstens aus dem Bild packen. In der kurzen Zeit dann. Das brauche ich. Ich glaube, die Fetten geben extra Punkte. Ja. Mal mal meinst du jetzt, ne? Ja, in Sachen überladen. Schwingt das Ding noch? Kriegt er. Der muss diese komische elektrische Ladung ja auf sich drauf haben, ne? Diese orangene. Erst dann kann man ihm ja Schaden machen. Standbild? Ich habe Standbild. Oh, die Verbindung wurde getrennt. Oh. Ach, du bist rausgeflogen? Na gut, du kannst ja rejoinen, ne? Alter, ich habe gerade Standbild schon wieder. Mach ich doch. Ich hätte nur gerne keine Standbilder. Habe ich gerade irgendwelche Probleme schon wieder? Ja, zumindest wurde ich rausgeschmissen aus deinem. Ja, ich habe gerade teilweise Standbilder. Okay, bei mir ist gerade mega abgestürzt. Und kurz. Du darfst mich einmal beleben. Ich hatte gerade wieder ein extremes Standbild. OBS hatte aber gerade keine Probleme. Ich lasse einmal kurz den Windows Explorer neu starten, während du mich eventuell hochhelfst. Wo bist du denn? Da. Ja, ich hatte ein Standbild und dann war ich tot. Hä? Wo bist du? Rechts. Ja, jetzt ist eh egal. Ist egal, die Leiste war abgelaufen. Also diese Standbilder fand ich gerade mega ekelhaft. Ich habe gerade den Windows Explorer nochmal neu gestartet. Über den Taskmanager. Ich glaube, wir müssen die Kugeln echt gleichzeitig werfen. Obwohl, eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich auch darauf ausgelegt, dass du das auch im Singleplayer schaffen kannst. Glaube ich auch. Ich glaube, wir müssen eine Kugel auf das Ding da oben und eine auf den Typen selber werfen. Wo ist der Typ? Komm her. Hinter mir ist er, glaube ich. Ja. Hast du ihn getroffen? Die Nase lag? Ja, scheinbar nicht. Der hat sich in dem Moment wieder eingegraben. Was ist schon wieder? Ich muss schon sagen, diese Typen, die hat, mag ich nicht. Ich habe ihn getroffen. Ah, wir müssen ihn näher zum Lautsprecher bringen. Oh, bleib mal in der Nähe von dem Ding. Alter! Ja, der kann einen One-Hitten, der Typ. Musst du aufpassen. Ich hab ein Leben. Hol dir mal die andere Kugel. Ich hab die linke genommen, wo du gerade bist. Vielleicht verfolgt der Typ mich gerade und will mich auffressen. Ich geh mal die andere Kugel holen. Jetzt hat sich mein PC jedenfalls wieder gefangen. Taskmanager Explorer neu starten funktioniert meistens.
Arschloch, ey. Ach, du hast das Ding geholt? Ja, ich habe jetzt beide Kugeln hier vorne hingeholt. Okay. Die kann man zum Glück ablegen. Der Typ hat mir. Hinter dir! Okay, einer auf das da oben. Und warten, dass er wieder auftaucht, und dann werfe ich ihm einen in die Fresse. Rechts. Ja, er nimmt wieder Schaden. Du musst echt erst das Ding abwerfen und dann ihn. Aha. Und das musst du schnell machen. Böses Blut habe ich abgeschlossen. Ich gucke sofort. Boah, muss ihm da auch gut schaden. Ihm 15 mal negativen Effekt zufügen. Damage hat er kassiert. Alter, mir geht die Muni aus. Ja, mir zum Glück noch nicht so ganz. Jetzt müssen wir noch weiter nach da hinten. Am Arsch, oder? Doch. Ja. Oh, lag ich mach das. Das ist aber auch immer das Letzte, weil das ist an dem Eingang dran. Ist es einer oder sind das mehr? Wieder zwei. Du musst ja einer auf ihn und einer auf das Ding da oben werfen. Soll ich dir an dem. Warum steht bei mir keine? Ich sehe, du hast einen Peitscher bei dir. Erledigt. Achtung, der Typ ist bei dir! Ich kann auf den Typen ganz gerne verzichten. Ich helfe dir erstmal hier drüben, bei dem anderen steht gerade keiner. Ach man, warum steht der Penner hier? Oh, Medikit, danke. Okay, das eine ist offen. Geld. Komm, Platz. Hilfe, warum steht der Typ schon wieder hier bei mir? Ja, dann habe ich auch schon gemerkt, dass man es nicht einfach so töten kann. Oh, einer von denen hat Schrotpatronen gedroppt. Okay, hol du die andere Kugel. Boah, wie das war dreist von dem Typen. Weg mit dir. Medikit, das nehme ich gerne mit. Das nehme ich auch immer gerne mit. Achtung, du hast was an deinem Arsch kleben. Ich hab ihn noch getroffen! Ich hab ihn noch getroffen! Wo ist der schon wieder hin? Hinter dir! Ein Moment! Fuck! Haftbombe! Okay, ich nutze mal eben kurz einen Moment. Ich gehe mal kurz beiseite und pack uns eben kurz aus dem Bild, weil danach eine Sequenz höchstwahrscheinlich kommt. Der ist ja fast tot. Vorerst. Vorerst klingt gut. Junge, der Typ ist tot. Nie als ob, ne? Als. Da ist auch mal noch in der Mitte nochmal. Aber die stehen wenigstens aneinander. Okay. Gut, zwar nichts mehr an Munition, aber. Ja, nutz für die besser wirklich deine Nahkampfwaffen.
Hebt ihr die Muni wirklich für den diesen komischen Klagelied auf? Ich kann gar nicht zu dir. Wirf eine Bombe! Hilf mir, Bro! Hallo? Ich kann nicht, wenn da ein Fettsack ist. Ich... Okay, ich sehe es schon. Ich respawn von alleine. Ich habe gesehen, dass der Typ hier hinterher rennt, der Dicke. Also das Klagelied. Der sprintet ihr gerade richtig hinterher. Ich bin neu gespawnt. Der spawnt einfach vor mir. Aber hier sind echt viele Medikits. Also ein bisschen, also fair ist es allgemein. Hat der Typ mal nicht wieder voll Leben? Worth it! Der hat wieder volle Leben. Natürlich hat er das. Der hat sich nicht geheilt. Das ist ein anderer. Ist der ernsthaft jetzt? Ja, es gibt noch einen von denen. Oh, Scheiße. Achtung, da ist ein Grenadierer. Okay. Ab die Kugel. Hinter dir hergelaufen bin. Eine Läufer, der ja noch in die Sequenz rein musste, ne? Ja. Alter, diese Blutfontänen, ne? Die sind sowas von böse, ey. Ja, ich weiß, die haben mich auch ein paar Mal getroffen. Ja, ich habe übrigens die Kugel am Ende nur gegen ihn reingeworfen. Ich habe sie nur in ihn reingeworfen, als ich an dem Ding dran stand. Ich habe nicht mehr gemacht. Ich wundere mich gerade, warum diese Sequenz auf einmal kam. Ja, ich habe ihn mit der Kugel abgeworfen. Ich habe auch schon drauf eingestellt, ihn abzuschießen. Ich habe nicht direkt mit einer Sequenz gerechnet, deswegen habe ich sofort Fresse gehalten. Und also, du hast jetzt einfach den Ball auf die Dongle hast du. Ich habe nur gesehen, dass das Ding auf ihn geleuchtet hat, weil so habe ich ihn stattdessen abgeworfen. Okay, das ist natürlich besser. Ich fand es schön, wie der gebrutzelt wurde. Der soll bloß liegen bleiben. Der Klang der Gewalt. Es klingt nicht so, als ob vorbei wäre. Instrumental in unleashing the beat. Hey, you got me into this. I stopped you, and that's why the world didn't just get mass zombified. For now. Fuck! We did this to try and figure out what we are. We got jack shit. When the beat took me, it knew me completely. Everything I am, was, and will be. Familiar how? Better that I don't say. Your song is strange. I don't know what you are yet. Hey, don't walk away from me. Fuck. Komm zurück. Grace. Ja. Finde Grace. Achso, die, ja. Bald verwandelte Frau. Nee, die ist ja ein Noom, also kann die sich nicht verwandeln. Ja, aber sie wäre es fast. Mich interessiert, was die da an der Bühne gelabert hatte. Das klang so satanistisch. Erstmal Muni auffüllen.
dachte, die ist hier oben. Ich guck mal gerade sicherheitshalber in... Oh, warte, ich guck sicherheitshalber. Okay, OBS hat keine Faxen gerade. Du musst... You did it. Thanks to you, the beat would have consumed me. It would have consumed everyone. You must have a fuck ton of questions. I know we're Newman. The voices I heard were other Newman from long ago. Maybe the future too, I'm not sure. They started to explain, but when you stop the beat, the voices stopped too. They were linked. When the beat broke through, it let the Newman in too. But now they're both gone. They could have told me what I am. I'm sorry. Don't be. I prefer writing my own rules. So what are you gonna do? This is still a dangerous place. The walls are thinner than ever, and the beat is pounding against them. I'll stay. If the beat threatens again, I'll be here to face it. On your own? I can't hear the Newman, but I can still feel them. I'm never alone now. What will you do? I'm figuring out this Newman shit, one day at a time. I got my own road to travel. Take care of yourself, Grace. I'm sure I'll see you again. Down the line. Sägeblattwerfer. Und damit haben wir das Solar DLC vom Prinzip her abgeschlossen, ne? Ich denke mal nicht, dass das storybasiert bei im Solar DLC noch was ist. Das Sägeblatt-Ding, das werde ich ausprobieren. Hier müsste auch irgendwo ein Bauplan für die Munitionen jetzt liegen. Oder haben wir den auch direkt bekommen? Ne, den müssen wir noch finden. Sägeblattwerfer. Dreierpack. Lernte das Feuer vollständig auf, um einen mächtigen Schuss mit erhöhtem Schaden abzufeuern, der sich durch mehrere Zombies frisst. Tippe kurz auf Feuer, um einen Schuss abzufeuern, der erhöhten Gliedmaßenschaden verursacht. Ich glaube, deine Frage hat sich gerade beantwortet, wo man... Du hast ihn schon gefunden? Ja. Wo liegt er denn? Hinter dir. Ach so. Einfach da rausfischen. Ja. Oh, Schießpulver. Nehme ich gerne. Ja, also die Waffe ist ja ganz sexy, würde ich mal sagen. Ja, die werde ich auch ausprobieren. Ach, man kann da nicht Großkaliber draufpacken. Oh, stimmt. Upgraden, ne? Erstmal Zerstörung draufpacken. Taktisches Nachladen. Lohnt sich das? Ich habe das direkt ausgewechselt. Dieses taktische Nachladen habe ich bei mir auf die Armbrust draufgepackt. Weil da lese ich ja nach jedem Schuss nach. Auch dieses Aufmerksamkeit habe ich da drauf. Du erinnerst Nachladen, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Nee, das habe ich draus, nicht das taktische Nachladen. Hast du gnadenlos oder was sagtest du? Aufmerksamkeit habe ich auf der Armbrust drauf. So. Es ist ein Verstümmler. Na gut, da hätte man auch gleich drauf kommen können. So, und Gefahr draufgepackt. Wenn eine Waffe im Waffenrad weggesteckt ist, wird sie allmählich nachgeladen. Ach, die lädt automatisch sogar nach nebenbei. Ist ja richtig nett. So, wir können ja hier über die Schnellreisekarte ganz schnell überprüfen. Ja, Story haben wir hier abgeschlossen. Hier ist keine Story mehr. Aber irgendwo müsste eine Nebenquest gammeln. So Leute, hier endet der Part. Der Stream, der war original 5 Stunden lang, deswegen ist er hier in 2 Teile aufgeteilt. Den darauffolgenden Teil kriegt ihr morgen. Ich wollte das unterteilen in Story und Suchen und den Suchteil mit Schlüsseln, Nebenquests etc., den kriegt ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lasst. Ansonsten sage ich hier an der Stelle, ciao.